Dominio Vesperum Formosum Domine Dominique Vemis Saluto vosotros ad novum ex sanatorium laetamur vosotros estis spectandum hodie in istes tempores corruptes o tempora o mores. Herr Triol, was? Können Sie mir erklären, was das ist? Das ist mein Teleprompter. wir hatten doch alles abgesprochen. Die Einweisung von Konsul Westerwelle steht bevor. Wir wollten Ihnen noch einen gebührend römischen Empfang bereiten. Sie haben da was auf dem Kopf. Oh, ja. Ja, das meine ich doch überhaupt nicht, was Sie ins ganze Primborium. Das hier, wie ist dieses Monstrum bitte schön in mein Zimmer gekommen? Oh, das war eigentlich für Guidos Nachtkästchen bestimmt. Das muss der Malmsheimer ins falsche Zimmer. Ich werde ihn auspeitschen lassen. Kalispera, Kalispera, Kalispera. Malmsheimer, Sie sind im falschen Film. Wir wollten Westerwelle einen spätrömischen Empfang bereiten. Ja. Dann kommt man mit einer Amphore Wein und nicht mit Uso. Wieso? Ist total günstig, kostet 2 Euro. Und man kann anschreiben lassen, das ist Uso bei den Griechen. Ja, was? Malmsheimer, die Flasche ist halb leer. Na, ich musste vorkosten. Das war damals so üblich. Denken Sie an Kleopatra. Die Vorkoster, die Listeller alle verschlissen hat, die haben da, dann kommen Sie sich gar nicht vorstellen. Kann das vielleicht sein, dass das schon Ihre zweite Flasche ist? Ja, die erste war schlecht. Ich habe sie Marcus Antonius gegeben, Richard Burton. Was? Richard Burton ist tot. Ach, es geht hier nicht um Kleopatra oder das alte Ägypten. Es geht um Westerwelles geistig-politische Wende und das späte Rom. Ja, na, das mit der Dekadenz hätten wir ja schon ganz fein hingekriegt. Die Säule fehlt noch. Ja, ich hole die Säule. Obwohl ich sie gerade mit der Ente sehe, soll ich das um Hilfe rufende Schweinchen auch mitbringen? Was für ein hilferufendes Schweinchen? Das Notrufsäule? Keine Panik, nein, nein, keine, ganz ruhig, keine Panik. Birgit Homburger kommt erst nächste Woche. Was? Birgit Homburger? Wenn Birgit Homburger kommt, ziehe ich aus. Das kann ich Ihnen sagen. Ich lasse mich gerne von Ihnen in die Gesprächsgruppe mit Westerwelle abkommandieren. Nicht Birgit Homburger. Ich würde der Frau in allem Recht geben, nur damit sie aufhört zu sprechen. Ja. Das ist doch ihr Erfolgsrezept, Deckname Tinnitus. Die Fraktionsvorsitzende der FDP, die hat aber sowas von an den Ohren, also viel um die Ohren, bis die jetzt ihre ganzen Posten verteilt hat. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie sie im Wahlkampf rumgetönt hat, wie sie die Stellen abbauen werden in den Bundesministerien. Kann mich noch erinnern. Davon wollte sie ihre Steuersenkung finanzieren. Ich habe noch sehr genau im Ohr, wieder Westerwelle gekräht hat. Eine Regierung, die den Apparat aufbläht, das ist frech und unanständig. Ja, und was ist jetzt? Versorgungsorgien feiern Sie, Orgien. Ja gut, Rom halt. Die Tigerente braucht Leute, die den Stall ausmisten. Allein mal in seinem Auswärtigen Amt 11 neue Posten. Ja, aber da ist er Gott ergeben und freut sich und das stört ja, frech nicht. Und unanständig und als Krönung des Ganzen Dirk Niebel. Ah, was hat er? Er hat versprochen, mindestens einen Staatssekretär in den Ruhestand zu schicken. Was macht er jetzt? Stellt einen zusätzlichen, überflüssigen neuen ein. Fängt mein Gedächtnis an zu rosten, schaffe ich einen Versorgungsposten. Dirk Niebel halt. Ja, so ist er. Und neben der neuen Staatssekretärin hat er noch 12 alte Kumpel untergebracht, das dreckige Dutzend. Ja, ist gut. Toller Film. Ach, ein Film, ja. Also Niebel, da brauchen Sie mir gar nichts erzählen. Der ist ins Ministerium, hat gesagt, Loyalität geht vor Kompetenz. Und was hat er dann gemacht, nachdem er das gesagt hat? Als nächstes hat er einen ausgemusterten, rechtslastigen Oberst eingestellt, den er beim Reservistenstammtisch kennengelernt hat. Na ja. Der Niebel. Anstrengungsloser Wohlstand mit doppeltem Pensionsanspruch halt. Was stört mich? Mein Geschwätz von gestern. Das hat seine neue Staatssekretärin ja gesagt. Vor der Wahl und nach der Wahl. Ich glaube, wir sind die Letzten. Ja, das stimmt. Allerdings. Ja. Das kann man verstehen. Sie sind die Letzten. Allerdings. Ja. Das übrigens. Das ist.
Letztlich bin selbst ich erstaunt darüber, wie schnell die FDP gezeigt hat, dass sie das wirklich ist, was ich schon immer von ihr gehalten habe. Ja, ja, hart arbeitende, früh aufstehende Leistungsträger wie Martin Zeil, der FDP-Wirtschaftsminister in Bayern. Hier schön zu sehen bei der schweißtreibenden Amtsausübung. Womit wir wieder bei der spätrömischen Dekadenz gelandet wären, nicht? Ja, ja, aber auch er hat am politischen Aschermittwoch das gesagt, was alle in der FDP sagen: Wir halten Wort. Ja, wir halten's Maul, wäre mir lieber gewesen. Salve, Medicus. Ja, Ave Morituri te salutan. Das ist so Pharmakat. Ach so, ja. Aschermittwoch, ja, am Aschermittwoch ist ja alles vorbei. Da war ich diesmal sehr froh, weil es war langweilig, oder? Diese Ordensveranstaltung kulminierend im Schlusswort von Horst Seehofer in Passau. Bayern und Schwarz, Gott erhalt's. Sag mal, das hat ja niemand mehr was gehabt von reim dich oder ich fress dich. Das hat ja schon an körperliche, verbale Körperverletzung gekränkt. Bei Bayern und Schwarz, Gott erhalt's. Der Westerwelle hat nur verstanden, Bayern und Schwarz, Gott erhalt's. Da hat er gleich wieder losgeledert. Kommt im März die Sommerzeit, ist's länger hell für Schwarzarbeit. Das ist alles, sind alle am Durchdrehen. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das wünschen sich manche ehemaligen Jesuitenschüler auch. Ne? Da ist ja was los. Da ist ja was los. Aufregung in der katholischen Kirche. Gut, erst mal ein bisschen Vorwärtsverteidigung angesagt. Ne? Allen voran der Augsburger Militärbischof, der Malte Wichser. Der war Walter Mixer, Entschuldigung. Walter Mixer, der hat ja gleich den Grund für die Verfehlungen einiger Priester ausgemacht. Das hat auch seine Gründe in der sexuellen Revolution der 68er. Ne? Von wegen, ja, der Sündenbabel Berlin, da bräuchte sich ja keiner wundern. Ja, und das beschauliche St. Blasien im Schwarzwald, da war wahrscheinlich dann der Name des Ortes schuld dran, oder? St. Blasien, das lädt die armen, verirrten Seelen ja geradezu ein. Gut. Bischofskonferenz hat sich entschuldigt. Und viele sagen auch, es gibt ja schlimmere Schicksale. So was? Bei katholischen Gebirgsjägern Schiedsrichterausbildung absolvieren? Oder was? Dass die katholische Kirche mal endlich von ihrem spätrömischen Zölibatsblödsinn abbricht. Aber nix, da bleiben die Eisern. Ich sag mir, wie soll das gehen? Der 20-Jährige im Priesterseminar sagt sich so, das war's dann für immer und ewig unrum. Oder was? Das ist doch nur, weil alle sagen, du hast dich dem Herrn versprochen. Es besteht doch kein Praxistest, oder? Wenn sie nach ihrem leichtsinnigen Versprechen, was sollen sie machen all die Jahre? Rausschwitzen? Die Dornenvögeln? Ne, ich weiß es nicht, kann irgendwann gehen die doch auf die Suche. Ja, also Wesen, für völlig, ja, alles so lebenswert. Dieser Irrglaube, irgendwann gehen sie doch dann auf die Suche. Kennt man ja die alte Geschichte. Na, der Jungpriester, der die erste Beichte abnehmen muss, sitzt nervös im Beichtstuhl. Oh je, was sage ich denn? Einer kommt, ich weiß das gar nicht so genau. Dann kommt der Küster vorbei und sagt, keine Panik, da hängt noch der Zettel vom alten Pfarrer, steht genau drauf, welcher Rosenkranz für welche Verfehlung. Und dann kommt sein erster Kunde mitten in der Pubertät, sagt, ich war unkeusch. Ich habe Hand an mich gelegt und sucht er und sucht er, sagt, steht nichts. So, die kommt ein Ministrant vorbei. Psst, komm mal, hey, helf mir gerade mal. Was gibt denn der Pfarrer fürs Runterholen? Sagt, na ja, wenn man es gut macht, mal das Nicker, mal am Arsch. Na, und jetzt ist die große. Jetzt ist die große Ratlosigkeit angesagt. Wie konnte das nur passieren? Die Hände der Priester waren doch mit dem heiligen Öl gesalbt. Na, wahrscheinlich, dass besser flutscht. Ich weiß es, den Mann zur Reue. Und zur Reue wird mancher Priester einfach in einen anderen Sprengel versetzt. Das war's, wo ihn noch keiner kennt. So lange, bis vor den Gotteshäusern dann die Schilder stehen. Kindergottesdienst frei erst ab 18 Jahren. Nur in Begleitung Erwachsener. Nein, nein, die katholische Kirche hat schwer zu kämpfen. Neueste Hiobsbotschaft, die Sprengel verweisen. Ja, weil ein massiver Priesterschwund, da soll ich locker nehmen. Da können manche Gläubige wieder mal aufatmen. Moment, Moment, von aufatmen kann überhaupt keine Rede sein. Wenn Sie uns den Westerwelle hier ins Haus holen, diesen Fitzekanz nicht, hat es das jemals gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik, dass es irgendeinem Politiker gelungen ist, im Amt des Bundesaußenministers unbeliebter zu werden, als er vorher war? Nein, 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 nein.
Diese Leistung ist einmalig. Damit wird der Westerwelle in die Annalen eingehen. In die was? Vergessen Sie es einfach. Nein, das ist Blödsinn. Vergessen Sie es. Aber die spätrömische Dekadenz, die hatte mir der Jesuitenschüler Geißler sehr schön um die Ohren gehauen. Haben Sie das mitbekommen? Ja, der Geißler hat gesagt, die spätrömische Dekadenz bestand darin, dass die Reichen im alten Rom nach ihren fressgelagenen Eselsmilch gebadet haben und dass der Kaiser Caligula am Ende sogar einen Esel zum Konsul ernannt habe. Und insofern stimme der Vergleich von Westerwelle, weil wir ja vor 100 Tagen einen Esel zum Bundesaußenminister gemacht hätten. Ja, gut, also bis auf, jetzt mal, bis auf die Tatsache, dass der Konsul ein Pferd war, habe ich daran nichts auszusetzen. Pferd, Esel, Wallach, spätrömische Dekadenz, frühliberale Demenz. Das Faszinierende ist, wann hat ein Politiker zuletzt derart entschlossen gegen den Wind gepisst? Ja, weiß ich nicht. Mich wird ja interessieren, was treibt diesen Mann? Den treibt überhaupt nichts. Der hat einfach seine letzte Tollwutimpfung geschwänzt. Ja, gut. Jetzt sitzt er in seiner selbstgebastelten Steuersenkungsfalle und kommt nicht mehr raus. Er hätte auf die alte Weisheit der Dakota-Indianer hören sollen. Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, dann steige ab. Ruhig, Bauner, ruhig. Dabei hat die FDP doch alles richtig gemacht. 11 Jahre lang haben sie sich auf die Regierungsübernahme vorbereitet. Sie haben sich auf das eine Thema konzentriert, das alle Deutschen bewegt. Steuersenkungen. Da ist der Deutsche ja von besessen, von Steuersenkungen. Wir sind ja über das mehr Netto vom Brutto längst hinaus. Die meisten wollen ja jetzt mehr Netto als Brutto. Diesmal haben die Deutschen ernst gemacht. 15% haben bei der Bundestagswahl die Steuersenkungspartei FDP gewählt. Die sind rangekommen und sie haben Wort gehalten. Sie haben die Steuern tatsächlich gesenkt und sind dann auf 8-7% abgestürzt in den Umfragen. Was ist da los? Ich kann Ihnen das erklären. Die Hälfte der FDP-Wähler hat gemerkt, Scheiße, ich habe gar kein Hotel. Eine schöne Idee, den deutschen Hotels jedes Jahr 1 Milliarde Euro zu schenken, die wir gar nicht haben. Nur mal zum Vergleich, die Hilfe für Haiti ist erst noch mal aufgestockt worden, auf 15 Millionen. Da können Sie mal sehen, so schlecht kann es in Hotels auf Haiti noch gar nicht gehen. Das geht nur in Deutschland, mit diesem einen Thema, mit dem Steuersenkungsthema Politik zu machen. Die FDP hat ja nur ein Plakat. Seit 20 Jahren plakatieren die Steuern runter, Arbeit drauf. Die können auch plakatieren, Steuern runter, Wetter besser. Der Deutsche ist besessen, aber wer hat was von Steuersenkungen? Ich bitte Sie, in diesem Land haben 6 Millionen Menschen eine volle Stelle und die verdienen dank Leiharbeitsfirmen und Niedriglohnsektor so wenig, die zahlen überhaupt keine Steuern. Und bei Leiharbeitsfirmen müssen Sie nicht nur an Schlecker denken. Hacken Sie nie auf Schlecker rum. Die Caritas arbeitet auch mit Leiharbeitsfirmen zusammen, in ihren Pflegeheimen, ja sicher. Der Unterschied zwischen der Caritas und Schlecker ist nur, bei der Caritas kriegen die Mitarbeiter noch einen Bonus. Gotteslohn. Und dann können Sie doch von Glück sagen, wenn Sie den nicht bei den Jesuiten in Form von Sachleistung ausgezahlt kriegen. Was hat der berühmte kleine Mann von Steuersenkung? Nehmen wir ein normales Gehalt eines kleinen Mannes oder einer kleinen Frau. 1800 Euro brutto im Monat. Davon zahlen Sie als Single in Steuerklasse 1 193 Euro Steuern im Monat. Und Sie zahlen 360 Euro Sozialversicherungsabgaben. Wenn Sie diesen Menschen die Steuern jetzt um 10% senken würden, was ja völlig utopisch ist, der hätte der 19 Euro im Monat mehr. Da wird der die Konjunktur derart ankurbeln und parallel noch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge aufbauen. Jetzt haben Sie ihm die Steuern um 2 oder 3% gesenkt, da weiß er gar nicht, wo lege ich es denn diesen Monat an? Hei, hei, hei. Aber keine Sorge, die Krankenkassen werden Ihnen Vorschläge unterbreiten, meine Damen und Herren. Von Steuersenkungen profitieren bei uns immer nur die Besserverdiener. Und denen muss man die Steuern überhaupt nicht senken, weil die organisieren sich die Steuersenkungen ja selber, ganz woanders. Da gibt es ganze Länder, die haben sich darauf spezialisiert. Unser nettes Nachbarland, die süße kleine Schweiz zum Beispiel. Ich meine, jetzt diese Steuerdaten-CD ist schon klasse, oder? Ist doch großartig. Den Leuten steht der kalte Schweiß auf der Stirn. Ich habe gelesen, wir brauchen sie gar nicht mehr kaufen. Wir brauchen das Geld gar nicht mehr ausgeben. Die zeigen sich alle selber an.
Schon 2000 haben sie selber angezeigt. Das machen wir jetzt demnächst immer. Alle 4 Wochen wird veröffentlicht. Da ist wieder eine CD im Angebot. Diesmal von der Bank, ne, und so fort alle. Die Schweiz ist natürlich stocksauer. Bei der Schweiz ist das ganze Geschäftsmodell in Frage gestellt. Die Schweiz lebt seit Menschengedenken, seit Generationen lebt die Schweiz davon, das geklaute Geld aller Verbrecher auf der Welt zu verwalten. Die haben über 4000 Milliarden Euro, die da verwalten. Und die sind auch von nichts fies. Die haben das Nazi-Gold versorgt, ne? Blutdiamanten, Geld von lateinamerikanischen Drogenbaronen. Schwarzgeldkonten, wer hat's erfunden? Sie können als Verbrecher in der Schweiz immer unterkommen, wenn Sie noch illegales Kapital mitbringen. Ja, da sind die doch stolz, auf diese Tradition sind die stolz. Da leiten die ihren ganzen Namen von ab. Helvetia, von Hehlerei, ist das ja abgeleitet. Und jetzt... Jetzt sind die natürlich sauer, weil das Geschäftsmodell in Frage steht. Und jetzt hat die Chefhehlerin, also die Bundespräsidentin, die hat gesagt, diese Steuerdaten-CD, das wären geklaute Daten. Und wenn die Bundesregierung diese Steuerdaten-CD kaufen würde, das wäre geradezu Handel mit Kriminellen. Und das können wir nicht machen, weil darauf hat die Schweiz ein Patent, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, diese kandierten Danke. Schweinsfüße liegen einem irgendwie doch ein bisschen im Magen. Warum essen Sie denn noch sowas? Jammers! Das macht jetzt 4 Euro pro Stamper. 4? Ja. Das ist doch gar kein Doppelter. Wir konnten doch gerade noch für 2 anschreiben lassen. Das ist die Inflation, ne? Und schon der große Alexis Sorbas wusste, nun spiel mal nicht den Wohltäter, sondern benimm dich, wie es sich für einen verdammten Kapitalisten gehört. Nicht wahr? Die Säule fehlt noch, Malmsheimer. Ne. Mal lacker. Also. So. Und nun zu uns. Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen, mein Lieber. Was? Bilanz? Hab ich was falsch gemacht? Wieso, wer interessiert sich schon für Sie? Es geht um das große Ganze. Sind Sie sicher, dass das nicht mein Satz ist? Es ist nicht entscheidend, wer etwas sagt, sondern dass man es sagt. Ja. Aber was denn? Was denn jetzt? Die Zeit der Abrechnung ist da, mein Freund. Was ist denn los? Sagen Sie mal, können Sie mal diese Musik ausmachen? Das machen wir ganz ruhig. Das ist ja furchtbar. Meinetwegen, Gringo. 100 Tage schwarz-gelb, spiel mir das Lied vom Tod. Ach, das. Ach, na ja, das. Meine Güte. Na, das müssen wir ja jetzt nicht lange diskutieren. Ach, ich bitte Sie, das erledigt sich demnächst von selber. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat die bürgerliche Presse eine von ihr selbst herbeigeschriebene Traumkoalition derart zügig den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Langsam. Ich weiß nicht, welche bürgerliche Presse Sie lesen. Also ich war neulich beim Friseur. Wozu? Wozu? Egal, aber dort lag die Bunte rum. Ja, dann sollten Sie den Friseur wechseln. Na, mit mich... Nimmt doch sonst keiner. So, jetzt habe ich ein bisschen da drin rumgeblättert, zum Fraß vorgeworfen. Von wegen. Also jetzt hören Sie mir mal zu. Bunte. Ich bitte Sie, die Bunte Illustrierte. Wer liest denn noch die Bunte? Die schweigende Mehrheit. Früh aufstehende, leistungstragende, hart unter der Trockenhaube vor sich hin schmorende Hausfrauen der vergessenen Mitte. Und was steht da? Über den größten Flop, den je eine Regierung in den ersten 100 Tagen hingelegt hat, zu lesen, gestatten unsere Nationalmannschaft, das Kabinett der Kanzlerin, ein Kunststück, wie sie diese bunte Truppe zusammenhält. Aha, bunte Truppe? Geht das so weiter? Es kommt noch viel besser. Man kann der Regierungschefin nicht vorhalten, in ihrem Kabinett regiert die Langeweile. So bunt, so viele Persönlichkeiten. Haben Sie Persönlichkeiten? Darf ich mich bei dem Uso selber bedienen? Ja, bitte, das ist in Ordnung. Das Kabinett. Das Kabinett Merkel II, eine einmalige Mischung, ein millionenschwerer Baron, ein Waisenkind mit Migrationshintergrund, ein schwuler Vizekanzler. Malmsheimer, frischen Uso, schnell! Ein Schicksals,
Ein schicksalsgeprüfter Rollstuhlfahrer, eine multitalentierte siebenfache Mutter, ein fröhlicher Weinbauexperte. Das macht jetzt 16 Euro pro Stamm. Angela Merkel regiert das vielleicht modernste Kabinett Europas und das noch für sehr lange. Jamas? Jamas. Schreiben Sie alles auf meinen Deckel. Das macht dann... Das macht dann, Mann, das schreibe 4, 1, 6, 2 im Sinn einer Basis, das macht dann 600 Euro, bitte. Ja, von mir aus. Aber nehmen Sie ihn mit, sicherheitshalber. Na komm, Tobi. Na komm. Was ist das? Haben Sie davon, wenn Sie die Bunte lesen? Macht man ja auch nicht. Nur halbwegs bei Trost ist, liest man doch nicht die Bunte. So. Überhaupt, dass die Zeitschrift heißen darf. So unmöglich sowas. Ja, ich bitte Sie. Das ist doch, das hat doch mit Journalismus nichts zu tun. Hofberichterstattung. Und noch nicht mal Hof, das ist ja viel zu höflich. Das ist politische Landschaftspflege. Auf Gutsherrenart trifft es auch nicht. Ein Frauenzirkel, der sich da über den freien Journalismus lustig macht. Merkel, Burda, Bambi, Furtwängler, Friede Springer und Liz Mohn. Wer da wen für was entlohnt, das müsste man auch noch mal klären. Nicht? In Italien, da ist es übersichtlicher. Nicht? Ja, ich bitte Sie. Ja, hören Sie, da müssen wir nicht lange diskutieren. Der Berlusconi hat sich die Presse, das Fernsehen, eine Partei und die Regierung offiziell gekauft. Da weiß man, wo man dran ist. Bei uns, der Kollege Pelzig hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, die FDP kann man nicht kaufen. Die kann man nur mieten. Nicht? Dings, und jetzt hier, den Dings können wir jetzt auch mieten. Hier den, unseren CDU-Arbeiterführer Rüttgers, den können Sie auch mieten. Ist gar kein Problem. Da gehen Sie zum Landespartei... Ja, ein Schnäppchen. Da gehen Sie zum nächsten Landesparteitag der CDU, da zahlen Sie 14.000 für ein Separé. Und wenn Sie dann 6.000 drauflegen, dann kriegen Sie ein Schäferstündchen mit Rüttgers. Wie der Mehrwertsteuersatz dann sein wird, das hängt davon ab, ob Sie stehen bleiben oder ob Sie sich mit ihm hinlegen wahrscheinlich. Ich kann Ihnen sagen, all das wird die schweigende Mehrheit, zu deren Sprecher sich unser Herr Westerwelle ja selbst ernannt hat, nicht verdrießen. Unsere schweigende Mehrheit, übrigens in USA, da nennt man die schweigende Mehrheit wenig zimperlich White Trash, den weißen Müll, Abschaum, den weißen Abfall der Gesellschaft, die systematisch von Staat, Presse und Fernsehen verblödete, verarmte Mittelschicht und Unterschicht. Da rumort's übrigens ziemlich ordentlich, da brodelt's und gärt's bei White Trash. So verschwiegen sind die gar nicht mehr. Letzte Woche hat der erste Selbstmordattentäter aus den Reihen der nicht mehr ganz so schweigenden White Trash-Mehrheit in den USA seinen vollgetankten Kleinflieger mit dem letzten Geld und sich selbst in einer texanischen Staatsbehörde versenkt. Nicht? Da ist Feuer unterm Dach. Sozusagen. Nicht? Aber bei uns, das muss man dazu sagen, bei uns geht auch langsam voran. Nicht in Traunstein, da sind jetzt 4 berentete Kleinanleger vor Gericht, die haben ihren Anlageberater zu einem Zwangsurlaub im Kofferraum mitgenommen, haben ihn dann versandfertig zugeklebt bis auf ein offenes Nasenloch und nach 2 Tagen Luftschnappen hatten sie ihr Geld zurück. Nicht das ist auch, nicht, da muss sein, das ist eine Methode. Nicht. Dass diese eine solch filigrane Form der körperlichen Abmahnung, ja, könnte meiner Auffassung nach in der Finanzbranche größere Wirkung entfalten als die ganzen Appelle unserer Obertrantüten an Weihnachten und Neujahr. Bin ich mir fest überzeugt. Wir Senioren, gerade wir Senioren, wir sollten viel öfter und systematischer über die Möglichkeiten sinnvoller Gewaltkriminalität und Selbstjustiz nachdenken. Nicht? Und die Jungen sollten sich am besten gar nicht mehr vermehren, wenn sie ihre Brut nur noch auf Kosten fremder Spezies aufpäppeln können. Das hat doch alles keinen Sinn, nicht? Abend. Ah, guten Abend. Kommen Sie. Ja, ja. Gerne. Danke. Übrigens, das war sehr gescheit, was ich gesagt habe mit den Kindern. Ja, ja. Freut mich. Gibt eh so viele Menschen, ne? Meine Frau und ich, wir haben gleich gesagt, von Anfang an, keine Kinder für die Umwelt. Ja, ja. Sehr vernünftig, ja.
Wir haben kurz überlegt, Auto oder Kind, eins lassen wir weg. Und haben uns eigentlich bald entschieden, dann, weil man ja auch mit dem Kind nicht so rasch wohin kommt. Ja. Jetzt sagen Sie, was essen Sie da eigentlich? Hamburger. Oh. Riecht sehr intensiv. Ja. Das sind die Geschmacksverstärker. Ja. Wollen Sie probieren? Da, danke, danke. Aber wenn Sie, darf ich Sie was fragen? Ja. Sie sind doch Österreicher, nicht? Können ja. Sie mir erklären, warum die Österreicher bei dieser Olympiade irgendwie so gar nicht gewinnen? Das kann ich Ihnen sagen. Weil man bei der Olympiade nichts gewinnen kann. Nicht? Na, Olympiade ist nämlich der Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen. Das sind keine Wettkämpfe. Für mich sind das Spitzfindigkeiten. Das sind keine Spitzfindigkeiten, das ist Humanismus, sowas weiß man. Das ist Humanismus? Humanismus, ja. Der Humanismus, bei dessen Erfindung in Südamerika ein paar Millionen Indianer umgebracht wurden, ja. In derselben Zeit, der, meinen Sie den? Nach Amerika ist er ein bisschen später gekommen. Der Humanismus? Ja. Ah ja, wann denn? Bei der Gründung der Vereinigten Staaten. Haben Sie noch mehr so Scherze auf Lager? Sie verwechseln einfach zwei Sachen, die nicht dieselben sind, nämlich Humanismus und Human. Humanismus ist ganz was anderes. Humanismus ist, dass man... Humanismus ist... Ich bin ganz Ohr. Ja, ich meine, das weiß jeder. Humanismus ist, dass man schon schaut, was geht, aber nicht ganz so. Verstehen Sie? Das verstehe ich nicht ganz so. Humanismus ist... Volvo zum Beispiel ist Humanismus. Was? Volvo oder Rucola. Zanderfilet auf Rucola mit einem Glas Pinot Grigio von Biobauern, bescheiden. Ein kleiner Geländewagen mit vernünftiger Fahrweise und damit den Wein beim Weinbauern abholen. Das ist circa Humanismus. Wenn Sie das klingt ein bisschen eher so wie Zahnärzte, die FDP wählen. Ja, das liegt manchmal ein bisschen beieinander. Wenn Sie mit Ihrem kleinen, vernünftigen Geländewagen stecken bleiben, im Schnee, im Winter, und Sie geben Gas und Gas und nichts geht weiter, trotz Allrad, und es gehen zufällig ein paar Arbeitslose vorbei, man kommt relativ rasch auf die Idee, die sollen schaufeln. Ja. Ah ja. Und die lassen Sie sich dann vom Arbeitslager anliefern? Ah, echt? Nein, nein. Das sind antifaschistische Nachkriegsreflexe. Sie müssen das ein bisschen lockerer sehen. Schauen Sie, es gibt nirgendwo irgendeine Hochkultur ohne Sklaven. Wir haben auch Sklaven, wir lagern sie aus in die dritte Welt. Und alle, die sich jetzt groß aufregen über eine Westerwelle, die haben mindestens ein Kleidungsstück am Körper, das von chinesischen Kindern genäht wurde. Das sind alles Heuchler und Heuchlerinnen. Man muss das unbedingt gendern. Aber Sie sagen solche Sachen. Und Sie sagen solche Sachen und können trotzdem hier ganz in Ruhe Hamburger essen. Ja, ich hab super, ich bin schizophren. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß, Ihnen beiden. Vielleicht ein bisschen später. Übrigens, was ja die wenigsten wissen, das Essen im alten Griechenland war gar nicht so gut. Na, vor allem das alte Essen im alten Griechenland war voll scheiße. Da gibt es ja die berühmte Geschichte, kennen Sie sicher, wo Sokrates sitzt in Athen in dem Restaurant, ne, und beschwert sich beim Kellner und sagt, Herr Ober, er sagt, O Ober natürlich im alten Griechenland, ne, O Ober, sagt Sokrates, das Schnitzel ist kalt. Und der Ober sagt, Herr Sokrates, wenn Sie bei uns was Warmes wollen, müssen Sie ein Bier bestellen. Und jetzt drehen sich aber alle im Restaurant und schauen, hey, wie reagiert der Philosoph? Und Sokrates, voll cool, ja, legt die Gabel weg, legt das Messer weg, schaut diesen Kellner ganz lang an und nach einer endlosen Pause hat Sokrates dann nichts mehr gesagt. Man nimmt an, er war baff. Es ist ihm nichts eingefallen. Also eine sehr schöne Geschichte über die Grenzen der Philosophie. Ja? Von Platon, ich weiß schon wieder.
Von Platon gibt es eine ähnliche Geschichte. Platon war ja ein uneheliches Kind von einem Sklaven, ne? Also ein Prolo. Und die Athener Bürger haben ihm das ganz schön spüren lassen. Und da sitzen die wieder mal in Athen auf dem großen Versammlungsplatz, kennen Sie sicher, Forum Romanum. Sitzen, na, das heißt anders, wie heißt das? Agape? Na. Angora, danke vielmals. Angora, man muss sich das merken mit diesen Angora-Katzen. Nicht für den streunenden Katzen im alten Athen, die Angora-Katzen auf der Angora. Ich glaube, diese Katzen, die seinerzeit in der Nacht die Soldaten geweckt haben. Berühmte Geschichte. Und da, jetzt wird's eng. Und da sitzen die alten Griechen, es ist Sonntagnachmittag, Autowaschen ging noch nicht. Was haben die gemacht? Berühmte Freizeitbeschäftigung im alten Griechenland, Knabenliebe. Ja, da könnten Sie ruhig ein erleichtertes katholisches Auflachen riskieren. Gott sei Dank, wir haben es nicht erfunden. Es war schon vorher. Und die sitzen da, die alten Griechen. Ich weiß nicht genau, was die gemacht haben. Vielleicht haben sie Souvlaki getanzt oder es war ein Dia-Vortrag über Österreichs Bergwelt. Wurscht. Jedenfalls sitzen die alten Griechen da und einer sagt zu Platon, oh Platon, sagt er, was ist dein Vater? Und Platon sagt ganz schnell, mein Vater ist Rindsgulasch. Und jetzt merken wir, dass das eine völlig andere philosophische Schule ist als Sokrates. Ja? Platon, Spontanphilosoph, jeden Scheiß raushauen. Wo ich auch herkomme, die Schule. Ja? Sokrates, eher zurückhaltend. Lieber die Fressen halten, damit niemand merkt, wie dämlich man ist. Sie, Taku ist es, nicht? Wir verstehen uns, man ist es, nicht? Brauche ich nicht weit ausführen. Quod licet Jovi, non olet. Nein? Ganz klar, Panther, Reh, auf Deutsch der Panther und das Reh, also Yin und Yang, 333, Isoskelerei, brauchen wir nicht weiterreden. Im Originaltext heißt es übrigens, to Platon est in to Pater est in u rinsculaschu. Ja, jetzt alle hier entsetzt im Saal, nicht, wieso Genitiv, fragen Sie sich an dieser Stelle. Und da... muss ich ganz ehrlich darauf antworten, ich weiß es nicht, das ist mir auch wurscht. Rinsculaschu wird Ihnen bekannt vorkommen. Nicolae Rinsculaschu, ehemaliger ZK-Sekretär der rumänischen KP 1956, führt zu weit jetzt. Humanismus, meine Damen und Herren. Hauptsache, man weiß was, was andere nicht wissen. Humanismus, ganz wichtig, immer dazu sagen, Humanismus bringt nichts. Völlig sinnlos. Für die Würst hat nie was verändert. Humanismus, scheiß drauf. Ja, ja. Der Vater von Heinrich Himmler war Mittelschullehrer für Altgriechisch. Ich finde, das war eine tolle Schlusspointe. Spüren Sie auch nichts? Was denn? Was soll ich denn spüren? Ja, ist ja komisch, Sie haben jetzt schon fast für über 600 Euro Uso auf Ihrem Deckel stehen. Na, aber ich versuche die ganze Zeit, mich betrunken zu fühlen, um das Elend da draußen mal ein bisschen zu vergessen. Aber da ist nichts. Haben wir uns schon so dran, müssen wir uns Sorgen machen? Nein, ach was. Wir gehen der Sache einfach auf den Grund. Wir kosten noch mal. Vielleicht hat uns unser Griechenimitat da ein Uso-Imitat untergejubelt, oder? Ja, jetzt muss ich sagen, schmeckt ein bisschen wie aufgelöste Hustenbonbons. Mit Wasser drumherum. Schuss Fencheltee. Kalispera, Kalispera. Malmsheimer. Ja, Entschuldigung. Was ist das? Entschuldigung, es tut mir leid, ich habe Ihnen wohl die Flasche für die All-Inclusive-Touristen gebracht. Aber. Das ist ja furchtbar. Jetzt gehen die drei aufs Haus, aufs Europäische. Na, hoffentlich ist das jetzt mal ein anständiger Anfang, meine Lieben. Ja, nun, 30, 60, 90, das macht 90 Euro. Jemand einen Deckel? Ja, Moment mal, bei allem Verständnis für die griechische Finanztragödie, das ist doch Beschiss. Schon der große griechische Philosoph Demis Rousseau sagte, die Griechen sind auch nicht korrupter als die anderen. Nicht? Weil die sind sogar wenigstens stolz drauf. Malmsheimer, können wir bitte mal ernsthaft darüber reden? In Deutschland ist immer alles so komplizierter. Nicht? Hotels ist einzig Chaos. Weniger Mehrwertsteuer für Schlafen, viel Mehrwertsteuer für Essen. Ich meine 7% Mehrwertsteuer fürs Wasser im Badezimmer und 19% Mehrwertsteuer fürs Wasser beim Frühstück. Die lachen sich doch tot. Ja, natürlich lachen die. Weil die Griechen gar keine Steuern zahlen. Ja, bitte, Entschuldigung, aber Steuerhinterziehung ist nicht zum Lachen. Malmsheimer, geht das nicht in Ihre Birne, aha, Helene? Meine, die sind clever, das ist bei denen legal. Natürlich wird in Griechenland kein Hotel besteuert. Haben Sie schon mal ein griechisches Hotel gesehen? Die sind doch alle nicht fertig. Entweder kein Dach, keine Treppen oder kein Balkon. Ja, das ist mediterranes Dösen halt. Nein, das steht bei denen im Gesetz. Solange ein Haus nicht fertig gebaut ist, braucht man dafür keine Steuern zu bezahlen. Das machen die ganze Zeit so. Schauen sich die Akropolis an. Diese Euro...
Diese Euro-Schänder sind doch nur der Anfang. Ja, und was für ein Anfang? Der Anfang vom Ende sind sie. Das europäische Haus, das auf schnödem Mammon erbaut ist, wird vor unseren Augen noch zerbröselt auf diese Art. Ja, so wird's kommen. Und? Schon der große Alexis Sauers hat gewusst. Hast du je gesehen, dass etwas so schön zusammengekracht ist? Oh nein, nimm. Nein, danke, wird mir zu teuer allmählich. Muss los, mein Metaxameter läuft. Also, Malmsheimer, ja. Darf ich das mal sagen? Also, Sie machen sich mit Ihren Alexis Sorbas-Sprüchen ein bisschen einfach. Na ja. Gut essen, trinken, Serdaki, Zusammenuntergang, das kann ja wohl nicht alles sein, was uns Griechenland von Sokrates bis Plato hinterlassen hat. Richtig. Gnoti Serton. Gibt es davon auch eine Übersetzung? Erkenne dich selbst. Ja, das mache ich bei Gelegenheit. Ich wollte wissen, ob es eine Übersetzung davon gibt. Das ist die Übersetzung. Ach so. Und was soll mir das jetzt sagen? Ja. Sag mir, wer du isst und ich sag dir, wer du bist. Ja, zum Beispiel auch. Vor allen Dingen aber, dass Essen, Trinken und Tanzen Leib und Seele zusammenhält. Und wer anderen Wein anbietet, sollte selbst kein Wasser im Becher haben. Also, jetzt mal uns einer. Was Sie bleiben mir zu sehr an der Oberfläche, zu sehr beim Konsumgedanken. Sie lassen mich ja auch nicht ausreden. Ich wollte gerade der schöpferischen Kraft der Herstellung von Speisen das Hohelied singen. Oh ja. Da sollten Sie es aber nicht übertreiben. Sonst wären Sie zur Kochsendung von Lanz versetzt. Hä? Was habe ich Ihnen getan? Was? Warum hassen Sie mich so? Was ist denn? Gehen Sie! Gehen Sie! Warte, Retro! Was habe ich denn gesagt? Markus Lanz! Habe ich etwas Schlimmes gesagt? Ich bin der festen Auffassung, es ist ein Indiz, oder besser das Indiz für die Nicht-Überlebensfähigkeit der menschlichen Rasse, ist die Tatsache, dass es Leute gibt, und jetzt halten Sie sich fest, oder jemand anders, Zettel raus, Stifte, das ist ganz wichtig, sollen Sie auch mit nach Hause nehmen. Also, es gibt Leute, meine Frau hat es auch nicht glauben wollen, ich habe gesagt, schau doch hin, jetzt weiß ich es. Also, es gibt Leute, bitte unterbrechen Sie mich nicht ständig, sonst komme ich nie über die Stelle weg. Es gibt, bitte, 3 Minuten Aufmerksamkeit, gleich wird es so wieder lustig. Es gibt Leute, jetzt kommt es, bitte, die Schwächeren stützen jetzt die Stärkeren. Es gibt Leute, Obacht, dann kommt's. Es gibt Leute, die sich beim Kochen filmen lassen. Jetzt sind Sie dran. Das muss man sich mal vorstellen. Was geht denn in denen vor? Geht denn in denen noch was vor? Ach, hören Sie mal auf jetzt. Das ist doch kein Grund zu applaudieren. Da muss man sich doch Sorgen machen. Sich beim Kochen filmen zu lassen, lasse ich mich beim Kacken abzeichnen oder was? Wie kommt denn auf so eine Idee? Das Fernsehkochen kam in den 70er Jahren über uns. Ähnlich wie der Ebola-Virus. Der kam aus Ostafrika, das Fernsehkochen kommt aus Mainz. Scheint aber die gleiche Ecke zu sein. Einer der berühmtesten Fernsehköche der Republik war der unglaubliche Max Inzinger. Der großartige Max Inzinger, der Inzinger Max. Aber er hatte ein Problem. War ja Fernsehen und er hatte nur 1:30 Zeit. Und wenn Sie jemanden kennen, der schon mal gekocht hat, dann wissen Sie, dass in 1:30 noch nicht mal Wasserfieber bekommt. Richtig? Richtig. Also hat sich Max Inzinger den großartigen Satz einfallen lassen, ich habe hier bereits einiges für Sie vorbereitet. Und das stimmt auch. Der hatte 8 Warmhalteplatten, da waren 8 Gerichte drauf und er hatte 1:30 Zeit, die 8 Platten anzuwerfen. Ein begnadeter Aufwerber. Und er hatte immer, die Älteren werden sich erinnern, er hatte immer dieses Zick-Zick-Zillis dabei. Wir sind doch Zick-Zick-Zillis, das war so ein durchsichtiges Töpfchen und da rotierten so Messer, wenn man oben auf so einen Knopf hatte. Verstehen Sie? Da konnte man Zwiebeln mit klein hacken, damit die Finger nicht so nach stanken, nicht? Oder Bauschutt, was gerade in der Küche einfiel, rein. Und das Verkaufsargument war, werde ich nie vergessen, es ließ sich so einfach reinigen. Und das stimmt auch. Man musste es einfach reinigen. Dazu musste man es sehr kompliziert auseinanderbauen. Und dann stanken die Finger 14 Tage nach Zwiebeln. Aber eben nach und essen die 70er Jahre. Ah! Wenn Max Inzinger auch nur geahnt hätte, dass seine Bemühungen dermaleins in Johannes B. Kerner oder Markus Lanz mündeten, dann hätte er sich entleibt oder wäre in die Mandschurei ausgewandert. Das macht doch keinen Appetit, diesen Kardinalhämatomen dabei zuzusehen, wie sie wehrlose Eier zerschlagen und billigen Rotwein aus Blumenvasen trinken. Ich bitte Sie. Und, das ist ganz wichtig, das werden Sie nicht wissen. Deswegen ist der Onkel gekommen, es Ihnen zu erklären. Also, bitte, wenn im Fernsehen gekocht wird, dann duftet es nicht. Schon mal gemerkt? Nicht ein Gramm Duft kommt aus dem Lautsprecher, richtig? Richtig. Wenn ich aber zu Hause in meiner gusseichernen Pfanne 2-3 Esslöffel des rechtsdrehenden, kaltgepressten Olivenöls mit Fachabitur, sanft, aber nachhaltiger Hitze, dann eine Zwiebel, eine Schalotte, eine Helga, was gerade da ist, würfle und im Öl schön glasig schmurgle, und dann, weil mir so danach ist, den einen und selbstverständlich auch seinen Bruder, den anderen, Würfel Bauchspeck hinzugeben und dann Zeuge werde, wie der Duft den Pfannenrand überwindet
zäh viskos am Herd herabtropft, auf dem Küchenboden würmelnd nach meinen Beinen sucht, sich der Heckenrose nicht unendlich emporwindet, in Brusthöhe zwei Scheinfüßchen ausbildet, die mir in die Nase kriechen und dort die Schleimhäute tapezieren. Dann brauche ich überhaupt nicht mehr zu essen, verstehen Sie? Dann bin ich satt. Das ist der richtige Moment. Aha, jawohl. Das ist ein hochsensuell, wunderbar. Das kann man, wie soll ich es beschreiben? Es ist, was ist denn? Ja, bitte? Wenn Ihre kulinarische Erektion abgeklungen ist, dann möchte ich gerne mit Ihnen noch mal ernsthaft über die kulturelle Bedeutung des Trinkens sprechen. In der Griechenland, wir trinken nach dem Essen gerne eine Uso. Malmsheimer. Ja? Haben Sie sich mal mit dem Verhältnis der Heiligen Schrift zum Thema Alkohol beschäftigt? Also mein Verhältnis zur Heiligen Schrift war da immer etwas im Wege. Sonst, was ist denn eigentlich los mit Ihnen? Sonst können Sie an keinem alten Schmöker vorbeigehen, ohne rumzublättern. Soll ich Ihnen mal aus dem Buch der Bücher was vorbringen? Oh nein, bitte, danke. Ich glaube, ich muss mal zu Herrn Breol in die Küche. Wenn ich den alleine mache, dann endet es in Moussaka. Gebt Bier dem Verlorenen und Wein dem mit verbitterter Seele. Wie finden Sie das? Das habe ich vorgesehen für, ich will jetzt wieder mehr predigen. Aber dann einer Predigt, habe schon überlegt, vielleicht schicke ich Sie der Käsmann für den nächsten Sonntag. Nicht? Sie, die Käsmann, ja, dass die ihre Seele, ihre verbitterten Seele mit Wein tränkt, das kann ich gut nachvollziehen. Nach allem, was wie die in letzter Zeit behandelt worden ist, da hatte die Seele allen Grund, mal ein bisschen geschmeichelt zu werden. Nicht? Die Käsmann, das will ich Ihnen nur sagen, das ist auch eine von denen, die nicht dem billigen Zeitgeist folgen. Nicht? Die sich nicht mit denen gemein machen, die dem Stimpfi im Hartz-IV-Gehege Gutscheine hinwerfen wollen, weil sie zusätzlich Geld vertrinken. Mit dem Satz ist der Bürgermeister von Neukölln der Redaktionsliebling aller deutschen Talkshows geworden. Und aus der Vorstandsetage der Bundesbank hat sich dann noch ein anderer Sozialdemokrat gemeldet und auf die Gosse runtergerufen, für 5 Euro würde ich jederzeit gern arbeiten. Das hat die Chefkolumnisten der bürgerlichen Presse derart begeistert, dass sie verzückt geschrieben haben, Sie sind ein wundervoller Rüpel, Herr Sarrazin. Ist toll, nicht? Jagdsaison für die Sozialschmarotzer ist wieder mal eröffnet, nicht? Und sein Gesicht, das muss ein stumpfes, ein auf Alkohol aufgedunsenes Hartz-IV-Gesicht sein bei dem Schmarotzer. Die feingeschnittenen Gesichtszüge eines gut betuchten Rotweintrinkers, der das im nicht vorhandenen Schweiße seines Angesichts vererbte Geld in der Bank für sich arbeiten lässt, das taugt nicht für den Schmarotzer. Das kann Ihnen jeder Werbefotograf bestätigen, der schon mal für die Oberschicht eine ganzseitige Anzeige über den diskreten Charme der Bourgeoisie ins rechte Licht der Hochglanz Illustrierten gerückt hat. Und wenn dann noch hier unser Jungfuchs Guido so weitermacht, dann wird er aufsteigen, nicht? Dann werden die alten Herren von Teutonia Geldadel noch so manchen Humpen auf ihn heben und ihm den Salamander reiben. Sie rüsten sich für den Verteilungskrieg, den sie im Mai eröffnen werden. Die Medienfront steht schon Gewehr bei Fuß. Doch welche Waffen wird die Kirche segnen? Wenn so noch ganz bei Trost ist die Kirche und nicht von allen guten Geistern verlassen ist, da kann sie nur die Waffen der Schwachen segnen, weil etwas anderes im Buch der Bücher ja gar nicht geschrieben steht. Schürzt die Talare, müssten sie rufen. Rauf auf die Barrikaden. Schulterschluss mit den protestantischen Flintenweibern, die in Wahrheit tapfere Frauen sind, die auch noch ordentlich trinken können. Nicht wahr? Da wäre mal eine gute Gelegenheit für die, das wäre eine schöne Gelegenheit für die katholischen Soutanenträger ihren Triebsdau mal zum Wohle ihrer Schäfchen abzuarbeiten, nicht wahr? Dass man sie auf die Kanzeln jagt, wo sie wortgewaltig herunterdonnern würden auf ihre Schäfchen in der Kirche, wo sie die politischen Heuchler unten in der Kirche beim Namen nennen würden, sie schmähen, aus dem Gottesdienst werfen würde und beim Barte des Propheten all jene mit dem Fluch belegen, mit diesen Heuchlern Beistand leisten und dann könnte das große Wort Gottes an die Könige, die Herrscher und Regenten erklingen, wie sie in Sprüche Salomo 13 geschrieben ist. Die Anweisung für die Herrschenden und Regierenden. Für keinen König gehört sich Wein zu trinken,
noch darf der Würdenträger fragen, wo ist Bier? Sonst trinkt ihr und verdreht den Rechtsanspruch der Armen. Gebt Bier dem Verlorenen und Wein dem mit verbitterter Seele. Der mag trinken und all sein Mühsal vergessen. Du öffne deinen Mund für den Rechtsanspruch der Armen und sorge für das Recht der Elenden und Schwachen. Weh dem, der anderes in meinem Namen sagt. Was? Ich wage es etwas anderes, und zwar ohne Weh und Ach. Dieses ewige Draufhauen auf die Oberschicht, ach, das muss doch mal ein Ende haben. Wir haben die Leiden doch schon genug rum, ständig in Angst, dass ihr irgendein Schweizer Judas sie für ein paar Silberlinge wieder da dranhängt, dass die Steuerfahndung vor der Tür steht, der Blutdruck steigt, sie schlafen schlecht die Nacht der leidenden Reichen. Dabei, es ist doch gerade die vergessene Oberschicht der gehobenen Mitte, die der Zuwendung bedarf. Und da finde ich es, muss ich sagen, sehr schön, dass das Europaparlament unter tatkräftiger Mithilfe seiner Vizepräsidentin Silvana Koch-Marin, FDP, klar, war sonst, sich für notleidende Familien einsetzt. Also für notleidende Bedienstete im Europaparlament, die über kein gemeinsames hohes Haushaltseinkommen verfügen. Der Eckwert dieses nicht hohen Einkommens entlang schrammt an der zu bemessenden Summe von 5.500 Euro im Monat, weshalb diese gefühlten Unterschichtler für einen einwöchigen Skiurlaub ihrer Kinder 479 Euro Zuschuss vom EU-Parlament bekommen. Die Silvana Koch-Marin, die FDP-Faulenzerin, nicht, weil die gilt als Bedienstete mit einem Einkommen von nicht sehr, sehr hohem Anspruch, also 11.000 Euro im Monat plus, die hat die Arschkarte gezogen. Na, weil der stünden für ihre drei Plagen nur 46 Euro pro Kind zu. Würde sie wahrscheinlich aber auch, ohne mit der Wimper zu zucken, nehmen, na, weil sie sich der alten Küchenweisheit der FDP verpflichtet fühlt. Ein Mensch, der kein Geld annehmen will, ist verdächtig. Er ist ein Problem. Nein, halt, falsch. Das war jetzt Don Corleone. Aus Der Pate Teil 1. Diese bemitleidenswerte Leistungselite, da hat George Bernard Shaw nicht von ungefähr festgestellt, je mehr ich von den begüterten Klassen sehe, desto mehr verstehe ich die Guillotine. Ha. Guter Mann, der Shaw, guter Mann. Nicht, aber jetzt mal ernsthaft. Was machen wir denn jetzt mit der Westerwelle, wenn endlich eingeliefert wird? Für irgendwas muss doch dieser spätrömische Plunder gut sein, den er mal im Samir angeschleift hat. Das hat doch auch einen Haufen Geld gekostet. Ach, was? Das haben wir ersteigert aus der Konkursmasse vom Ben-Hur-Musical. War auf eBay. War ein echtes Schnäppchen. Also, jetzt mal ernsthaft. Irgendeine Therapie von Westerwelle, nicht? Also, in Amerika wird ja die Therapie gerne begonnen mit Erniedrigung und Demütigung. Stichwort Ben-Hur. Wäre es nicht gerade in diesen Tagen an der Zeit, mal eine neue Interpretation zu wagen? Gute Idee, Malmsheimer. Ich bin dabei, nicht mehr. Was machen wir mit Westerwelle? Wie schon der alte Messerlein Ben Hur sagte, diesen Mann behalten wir hier, bis wir Zeit haben, ihn zu verhören. Ja, ich sehe alle schon genau vor mir. Charlton Heston als Ben Hur. Ben Hart lauert auf seine Chance, das Siegesstandarte der vermeintlichen Römische. Halt, jetzt, das wollte ich die ganze Zeit. Mir ist aufgefallen, diese Standarte hier, das muss doch SBQR heißen. Wieso steht denn da SBQ7? Sponsor Audi fordert Tribut. Q7. Ein schönes Beispiel spätrömischer Dekadenz. Ja. Ja, oben auf dem getunten Streitwagen ziehen die Leistungsträger des Landes, angeführt von Michael Schumacher, bedeutungslos ihre Runden, jagen von einem Circus Maximus zum nächsten, während unten das Team Deutschland Metropolis gleich die Galeere rudert. Ja, Aufstocker, Arbeitslose und Hartz-IV-Schmarotzer werden von Quintus Arius. Featuring Guido Westerwelle. Natürlich, der Trommelschlag und Peitschenknall zu größten möglicher Wirksamkeit getrieben. Pult, Männer, Pult! Ach, das ist doch Moby Dick, Entschuldigung. Ah. Ah ja, das weiß ich auch noch, weil das haben wir
Weihnachten vorletztes Jahr gemacht. Nicht das, weil sind meine Plätzchen doch misslungen. Peitschen bellt Quintus Arius süchtiger Lehre. Deine Augen sind voller Hass. Nummer 41. Ich war leitender Angestellter in einem IT-Unternehmen. Dann haben sie mich entlassen. Ich habe mein Schonvermögen aufgebaut. Und wofür das alles? Damit ich hier jetzt als Sklave ende? Soll ich als 1-Euro-Jobber mit der Zunge noch den Galeerenboden blank lecken? Hass ist gut. Hass hält den Menschen am Leben. Er gibt ihm Kraft. Es gibt auch eine Therapie mit Schockstarre des Entsetzens am Anfang. Das haben die Chicago Boys. Ihr habt all euer Leben verwirkt, aber wir lassen euch weiterleben im Dienste dieses Schiffes. Also rudert gut und lebt. Aber dann entert Ben-Hartz das Schiff, nachdem das Wagenrennen abgebrochen wurde, weil aufgebrachte Germanen Schumi aus der Kurve geboxt hatten. Die Transparente gib Gummischumi, werden im Staub zermalmt und die Plebejer skandieren: Zahl deine Steuern bei uns, du Sau! Ja. Ben-Hartz wird am Deck das Kommando an sich reißen, Quintus Arias in Eisen schlagen und ihm die Frage entgegenschleudern: Was für ein merkwürdiger, was für ein überheblicher Glaube zu meinen, ein Dasein wie deines hätte einen Zweck. Großartig, jetzt geht's immer zur Sache hier. Ja, toll. Jetzt geht's in die Arena, zu den Löwen, damit er mal mit eigenen Augen sieht, was die verkackte spätrömische Dekadenz alles auf der Pfanne hat. Verstehst du? Und schon donnert der für die Ewigkeit bestimmte Satz durchs weite Rund: Schleudert den Burschen auf den Boden! Was? Wer sagt denn sowas? Centurio Schwanzus Longus. Großartig! Ja! Und dann ruinieren wir Spartacus! Ein andermal, Malmsheimer. Was? Ein andermal. Oh. Jetzt ist Schluss. Oh, ein noch für ein Heimweh. Tempus fugit. Ich nehme ihn auf meinen Deckel. Das war in deutscher Übersetzung Novum ex Sanatorium. Meine Damen und Herren, heute mit unseren spätdekadenten Spaßgladiatoren Jochen Malmsheimer, Volker Pispers und Josef Haller. Die Anstalt hat für Sie wieder geöffnet an dem Eden des 16. März. Immer live 22.15 direkt nach dem Heuschal.